Da ist der Fisch. Boah. Leute, jetzt bis. Felix, schöner Einschlag. Schöner Einschlag. Leute, das Wasser ist so klar, dass man den Hecht ganz wunderbar erkennen kann. Wir haben ja eine leicht erhöhte Position. Ich versuche trotzdem, den Fisch im Wasser zu lassen. Felix, vielleicht hier rechts. Können wir den gut landen, hier rechts? Ja. Wenn du rechts an mir vorbeigehst. So Leute, jetzt ist ganz wichtig, die Spannung zu halten. Nicht die Spannung zu verlieren. Fisch ist schon an der Oberfläche. Felix, er kommt. Rein in den Kescher. Und da ist der Hecht. Herbert. Felix. Super. Wahnsinn. Leute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Folge der Lieblingsköder Angelschule. Und heute, da geht's um Skills. Wir möchten euch nämlich gern zeigen, wie ihr jetzt erfolgreich auf Hechte angelt. Felix, richtig schöner Fisch. Die fünf allerwichtigsten Skills zum Hechtangeln, die ihr beherrschen müsst. Welche das sind, zeigen wir euch in der heutigen Sendung. Ich bin zu Besuch im wunderschönen Bayern. Um es ganz genau zu sagen, bei der Angelschule Bayern. Bei mir sind Herbert und Felix. YouTube, Herbert und Felix, Herbert und Felix, YouTube. Ihr bringt Leute zum Angelschein. Das heißt, ihr macht die Vorbereitungskurse, die man braucht, damit man dann zur Prüfung gehen kann und auch seinen Angelschein bekommt. Richtig? Richtig. Wir machen diese Vorbereitungskurse theoretisch und eben auch praktisch. Und das ist wirklich etwas ganz Besonderes, liebe Angelfreunde. Denn ihr macht nämlich am letzten Tag des Vorbereitungskurses einen Praxistag mit euren Schülern. Ja, genau. Das ist uns ganz wichtig, dass die Leute wirklich einen Köder ins Wasser schmeißen dürfen. Weil man sieht, dass die Leute halt immer wieder dieselben Fehler machen. Dann seid ihr die perfekten Gäste für unser heutiges Video, denn wir möchten nicht, dass ihr diese Fehler auch macht. Eine Sache ist noch ganz wichtig zu erwähnen. Ohne das passende Angelgerät geht es natürlich auch beim Hechtangeln nicht. Eine vernünftige Route zum Hechtfischen, wie zum Beispiel die Ultraboost Zander Hecht, verfügt über eine wunderbare Übertragung, sodass ihr nicht nur euren Köder spürt, sondern auch den Biss zuverlässig erkennt und hat dann ausreichend Rückgrat, um den Anhieb zu setzen und den Fisch sicher zu drillen. Passende Hechtköder gibt es natürlich auch, zum Beispiel wie hier der Whisky für klares Wasser und Wolken. 15 cm. Gute Beutegröße zum Hechtangeln, oder? Optimal, ja. Und jetzt zu den Skills. Herbert, der allergrößte Fehler beim Hechtangeln. Was machen die allermeisten Angeleinsteiger beim ersten Mal angeln falsch? Ja, die werfen aus und schließen den Bügel nicht. Ja, haben dadurch keine Kontrolle zum Köder. Wenn ich jetzt anfange zu wickeln, dann habe ich natürlich einen Mords Schnursalat auf meiner Rolle. Wenn ich jetzt beim nächsten Wurf einen Biss bekomme oder vielleicht sogar schon beim Wurf, kann es mir passieren, dass meine Schnur reißt. Das ist das Allerwichtigste, was man am Anfang beherrschen muss. Nach dem Auswurf sofort den Bügel zu schließen, Spannung zu halten zum Köder und die Schnur gleichmäßig aufzuwickeln. Und dann kommen die Fragen, und dafür ist der Vorbereitungskurs ja auch da. Also kein Bashing, sondern wir machen das, damit wir gemeinsam bessere Angler werden. Häufig wird gefragt, hey, ich habe hier so eine Perücke. Wie kommt das? Wo kommt denn jetzt die Perücke her auf der Rolle? Die kommt nämlich genau daher, dass da keine Spannung ist zum Köder, sondern dass der Köder ausgeworfen wird. Der Wind transportiert die Schnur zur Seite. Ich habe einen riesigen Schnurbogen und dann fängt man an aufzuwickeln ohne Spannung. Und dann hat man solche lose Schnur auf seiner Rolle, wie du es gerade wunderbar gezeigt hast. Genau, ja. Nach dem Auswerfen. Und zwar am allerbesten in dem Moment, in dem der Köder auf der Wasseroberfläche auftrifft, schließe ich schon den Rollenbügel. Dann ist jetzt nämlich Spannung zu meinem Köder. Und wenn ich jetzt anfange zu kurbeln und hier die Schnur aufzuwickeln, bekomme ich eine ganz saubere Schnurverlegung. Genau, und du verpasst keinen Anbiss. Und der Köder wandert auch nicht ins Kraut oder der steckt im Kraut fest, weil du erst nach ein paar Sekunden anfängst, den Köder zu bewegen. Das ist besonders immer dann wichtig, wenn ihr in sehr flachen Gewässern angelt. Ja? Nein, ich glaube, das war das Holz. Das war die Holzkiste? Nein, die Holzkiste ist da. Ah, Barschwarz, na, stimmt. Wow, Leibbiss! Leibbiss vor den Füßen! Leute! Deswegen ist es wichtig, die Spannung zum Köder zu halten. Ey! Super. Das ist unfassbar, Leute! Da ist er! Leibbiss direkt vor den Füßen! Deshalb ist es ebenso wichtig, nach dem Auswerfen sofort die Spannung zu halten zum Köder, damit ihr den Biss nicht verpasst. Leute, einfach nur unfassbar! Ich glaube, besser kann man es nicht zeigen, oder? Optimal voll. Auch bis du ihn ausgefischt hast, bis zum Ende. Die meisten, das ist auch ein Fehler, dass sie den Köder zu früh aus dem Wasser heben. Ja. Oft ist es so wie jetzt hier, dass die Fische nachschwimmen. Und wenn du ein bisschen wartest noch am Schluss, dann schnappt dann oft noch. Das ist schön, dass du das gerade ansprichst, Herbert. Und tut mir auch leid, dass ich jetzt ins Wort fallen muss. Aber das steht auf meiner Liste als absoluter Tipp Nummer 2. Ausfischen bis zum Ufer. Genau. Man muss schauen, dass man den Köder möglichst lang fischt. Man kann den Fisch nur fangen, wenn der Köder im Wasser ist.
Ja. Und viele vertun ihre Chance, weil sie halt den Köder sehen, denken sowieso nichts mehr los. Es ist sehr oft so, dass die Fische von draußen den Köder verfolgen. Und der Profi, so wie es das du jetzt gerade gemacht hast, wartet, macht kurz vielleicht sogar einen Stopp, Fisch attackiert und du fangst den Fisch, was sonst vielleicht den ganzen Tag eben nicht gemacht hättest. Ja, das ist so. Das stellen wir immer wieder fest. Angler-Einsteiger sind sehr darauf konzentriert, wo ist denn eigentlich mein Köder? Ja. Ja? Anstatt sich zu überlegen, was passiert gerade unter Wasser mit dem Köder. Stellt euch einfach vor, immer wenn euer Köder im Wasser ist, da schwimmt ein Fisch hinterher. Wie du es wunderbar erklärt hast, wenn ihr dann schon kurz vorm Ufer seid, nicht drauf warten, wo kommt denn mein Köder, möglichst am besten noch in 10 Metern Entfernung den Köder schon an der Wasseroberfläche sehen können, sondern schön im Wasser drin lassen. Weiter vorstellen, da ist vielleicht ein Fisch, der hinterher geht. Manchmal beißt er direkt vor den Füßen. Weiter geht's mit Skill Nummer 3, Rute richtig halten. Auch das ist etwas, was man immer wieder bei Angeleinsteigern beobachtet. Logisch, woher sollen sie es auch wissen, wenn wir es ihnen nicht vernünftig zeigen und vormachen? Ja. Die richtige Rutenhaltung, die ist ganz entscheidend beim erfolgreichen Raubfischangeln. Herbert, auch da gibt's einiges zu beachten. Ja, ich muss die Rute so halten, dass ich meine Köderführung sehe. Auch die Rutenspitze im Blickfeld habe. Wenn ich also die Rutenspitze da oben habe, dann kann ich zwar die Rutenspitze anschauen, aber weiß nicht mehr, was im Wasser los ist. So, gleichzeitig, weil bei so einer Haltung ist es unmöglich, einen Anhieb zu schlagen. Also in dem Fall würde ich die Rute an der Hütte zerschlagen. Ich habe keinen Platz mehr für den Anhieb. Und wir haben es auch ganz wunderbar gestern mal im Kurs gesehen bei einem Teilnehmer. Und ich bin ja richtig froh, dass er diesen Fehler gemacht hat, weil dadurch können wir drüber sprechen. So hat er die Rute gehalten. Und da hat er natürlich gar keinen Platz mehr für den Anhieb. Dann wird es halt nichts. Jawohl, so ist gut. So ist genau gut. Weiter möglicher Fehler ist, dass man auf den Köder zeigt mit der Rutenspitze. Man hat überhaupt keinen Winkel mehr. Wenn ich hier meinen Winkel habe, dann sehe ich, was hier los ist und spüre auch über die Übertragung von dieser Spitze, was mein Köder macht, ob ich auf Grund komme oder aufs Kraut berühre. Wenn ich ein bisschen Erfahrung kriege, weiß ich fast immer genau, was da los ist. Und wenn ich es so habe, in einer Flucht ohne Winkel, ist dieses Gefühl praktisch weg. Was für den Anfang immer gut ist, was ich immer empfehle, ist, die Rute so leicht nach oben zu halten, weil viele Angeleinsteiger tun sich etwas leichter damit, nach oben anzuhauen. Oder auch wenn ich zum Beispiel Pflanzen oder Hindernisse im Wasser habe, finde ich es persönlich immer etwas besser, den Köder nach oben zu beschleunigen. So, jetzt habe ich hier irgendwas eingesammelt, das ist aber ausnahmsweise kein Fisch. Ich habe mich tierisch erschrocken. Ich dachte gerade, was ist das? Ich habe nur eine Kleinigkeit gemerkt, aber ihr habt es gesehen, Leute, ne? Da ist Platz für den Anhieb. Und jetzt lassen wir den Köder mal drin, weil jetzt können wir es wunderbar demonstrieren. Guck mal, so sollte der Winkel zwischen Rute und Schnur aussehen. Und wenn ihr jetzt mal auf die Rutenspitze achtet, wenn jetzt ein Fisch beißt, dann sieht das Ganze so aus. So, gucken wir mal, ob wir den irgendwie gelöst kriegen. Happen. Ja, cool. Kurbel. Jahrelanges Training an der Elbe, liebe Angelfreunde. Das ist das, was wir allen Angeleinsteigern empfehlen möchten. Wenn ihr anfangt, haltet die Rute nach vorn, ungefähr auf 10 Uhr. Dann habt ihr einen ordentlichen Winkel zu eurem Köder und genug Platz für den Anhieb. Skill Nummer 4. Anhieb setzen. Und jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen, die man wirklich gut trainieren kann. Das Auswerfen, den Bügel schließen, die Köderführung, die Haltung unserer Rute zum Köder. Den Anhieb, den setzen wir dann, wenn wir einen Biss bekommen haben. Und das hat man gestern wunderbar gesehen. Ich glaube, wir hatten im Laufe des Tages, zumindest in den Situationen, wo wir es mitbekommen haben, wo wir daneben standen, 4 oder 5 Fehlbisse bei den Angeleinsteigern und nicht ein Anhieb hat gesessen. Ja, viele Anfänger setzen überhaupt keinen Anhieb. Ja. Die sagen, hui toll, Fisch, was mache ich jetzt? Ja. Ey, ja? Das war 1000%ig ein Biss gerade. Das war schon ein kurzer Stoß, ja. Also ich habe die Rutenspitze gesehen, puff. Ja, ja, das ist, ja, also mehr gibt's nicht. Ja. Im Zweifelsfall, ja. Wie erkenne ich denn überhaupt den Biss, Herbert? Im Prinzip erkennst du den Biss, dass eben der Fisch am anderen Ende den Köder festhält. Ja. Und dann merkst du eigentlich sofort Biss. Meistens merkst du auch noch die Bewegung. Bei guten Ruten merkt man, also, sie sind feinfühlig. Dann merkt man, ist ein Fisch, ist kein Hänger. Manchmal ist das aber auch schwierig zu unterscheiden. Deswegen im Zweifelsfall immer mal einen Anhieb setzen. Egal, ob das eine Pflanze ist oder ein Stock oder ein Stein oder eben ein Fisch, setzt immer den Anhieb. Und wenn dann die ersten 3, 4, 5, 6, 7 Hechte eingestiegen sind und man das zum ersten Mal erlebt hat, dann ist man die ganze Zeit beim Fischen bei der Sache und wartet darauf, dass es wieder passiert, nämlich, dass der Einschlag kommt und dass man dieses Rucken an der Rutenspitze dann auch merkt. In dem Moment strömt das ganze Adrenalin in den Körper. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also jeder, der das mal erlebt hat, der will das immer wieder. Also, wir zeigen euch einmal noch mal ganz kurz, wie der richtige Anhieb aussehen muss. Ihr werft euren Köder aus. Ihr haltet die Rute vor euch.
haltet die Spannung zu eurem Köder. Und wenn ihr jetzt irgendetwas spürt, dann reißt ihr die Rute nach oben. Und was noch genauso wichtig ist, ist, dass ihr gleichzeitig immer die Hand an der Rolle habt, zack, und sofort anfangt zu kurbeln. Also das muss eine Bewegung sein, Rute nach oben und sofort anfangen zu kurbeln. Nicht nur Rute hoch, haben wir gestern auch gesehen. Ja. Ist nicht schlimm, kann mal passieren. Aber es sollte nicht zu oft passieren, sonst werdet ihr nämlich keinen Fisch fangen oder den Fisch beim Biss schon wieder verlieren. Also, wir reißen unsere Rute hoch und fangen sofort an zu kurbeln, um Spannung aufzubauen. Und das bringt uns direkt zu Tipp Nummer 5, Drill. Ganz wichtig, immer die Spannung halten. Und wir wissen, was wir sagen. Wir haben hier viele, viele Anfänger und die hätten bestimmt 5-mal so viele Hechte fangen können, wenn sie diesen Tipp befolgt hätten. Was? Ist geflogen. Ist weg. Ja, du hast Druck gehabt. Wie ist weg? Ja, wahrscheinlich zu wenig Zug drauf gehabt. Die drillen und geben mit der Rute nach und die Spannung ist weg und der Fisch schüttelt sich und der Köder ist aus dem Maul und der Fisch schwimmt davon und der Angler ist traurig. Und der Angler ist traurig. Und Leute, wenn ihr viele Fische fangt, dann werdet ihr irgendwann feststellen, sobald der Fisch im Kescher ist und die Spannung ist weg, fällt der Köder aus dem Maul raus. Sehr oft ist dann der Köder weg. Ja. Denkt an unsere Worte, liebe Angelfreunde, im Drill immer die Spannung halten. Und jetzt würde ich sagen, wir hatten ja vorhin ein kleines, aber fantastisches Erlebnis. Ich würde sagen, da gucken wir einmal ganz kurz rein, wie man im Drill richtig die Spannung hält. Ja. Puh. Leute, und jetzt ist wichtig im Drill, ihr merkt jetzt mit der Rute, wie viel Druck ihr aufbauen müsst. Wenn sich die Rute so biegt, dann ist alles in Ordnung. Wenn ihr merkt, der Fisch kommt mit, ein paar Kurbelumdrehungen, aber immer schön die Spannung halten. Kopfschläge, Paddelschläge, Fluchten, federt zum großen Teil eure Angelrute ab und alles andere justiert ihr dann über die Bremse. Wenn ihr jetzt merkt, dass der Fisch so viel Kraft hat, dass er eure Rute richtig umlegt, dann öffnet ihr die Bremse. Also der Fisch muss immer Platz haben, ein ganz kleines bisschen Schnur zu nehmen. Nicht, dass er einen Kopfschlag macht oder eine impulsartige Bewegung. Dann kann er so viel Druck aufbauen, dass er euch die Rute durchsprengt. Hört ihr das immer? Knacken an der Bremse. Also ich spüre ganz genau, wann habe ich hier die maximale Kraft erreicht. Wann ist es Zeit, dem Fisch ein bisschen Schnur zu geben. So ist alles in Ordnung. Gleichmäßige Spannung. Gleichmäßige Spannung. Und wenn der Fisch noch mal weg möchte, weil er so viel Kraft hat, dann lasst ihn weg. Felix, kriegt langsam Muskelkater im Unterarm. So, jetzt mit Gefühl. Vor allem im Nahbereich vor den Füßen mit Gefühl. Nichts riskieren. Das sind die kritischsten Momente. Vor den Füßen mit dem großen Fisch. Wenn er dann noch mal eine Flucht macht und ihr seid mit eurer Rutenspitze schon an der Wasseroberfläche, also eure Rute und eure Schnur bilden eine Linie zum Fisch. Und dann kommt der Fisch, springt vielleicht einmal aus dem Wasser, könnt ihr euch vorstellen. 3, 4, 5 Kilo fliegen aus dem Wasser raus, dann sprengt euch die Schnur. Das sind die Momente, in denen man einen richtig guten Fisch verlieren kann. Das Wasser kocht richtig. Boah. Wie weit können wir hier gehen? Auf den letzten Metern kurz vorm Ufer, Bremse, ruhig ein ganz kleines bisschen weicher stellen. Hier haben wir jetzt sehr, sehr viel Druck. Oh Leute, Wahnsinn. Was für ein Fisch, Leute. Einfach nur Wahnsinn. Ich glaube, damit hat niemand von uns gerechnet, oder Felix? Nein, hast du damit absolut gerechnet? So, Felix, ich bringe ihn jetzt seitlich am Büschel vorbei, sodass du mit dem Kescher vor ihn kommst. Geh erst davor, wenn du dir sicher bist, ja? Ja. Boah, der ist riesig. Ist er drin? Ja. Leute, Wahnsinn. So ein Riesenfisch. Der passt kaum in Kescher. Der passt kaum in den Kescher. Herbert, ich glaube, mit Hechtangeln können wir es jetzt hier vergessen. Der hat einmal alles umgepflügt, oder? Da ist der Köder. Der war eigentlich für den Hecht gedacht. Boah, hat der einen Buckel. Oh, guckt euch mal den Buckel an. Unfassbar. Einfach unglaublich. Und das aus so einem kleinen Teich auf dem Golfplatz. Einfach nur der Hammer. Richtige Dampflok. Oder? Ja, richtig, ja. Druck gemacht, war jetzt allerdings kein Hecht. Und wenn wir jetzt über den Drill von einem Hecht sprechen, gibt es eigentlich zwei Phasen. Es gibt einmal die Phase weit draußen und dann gibt es den Drill im Nahbereich.
im Drill weit draußen, schön die Spannung halten, damit er sich nicht schüttelt, damit der Haken nicht rausgeht. Sobald der Hecht in Ufernähe kommt, ist eine Sache ganz wichtig. Und zwar? Nicht an die Oberfläche zerren, sondern versuchen, ihn unter Wasser zu lassen. Von Haus aus wollen die an die Oberfläche. Wenn man dann noch zusätzlich die nach oben zieht, dann kommen die raus mit dem Kopf und man kann dann die Spannung oft nicht mehr halten, weil dann ist passiert, dass die Leute die Angel hochziehen und dann können sie auch nicht mehr weiter hoch. Und der Hecht ist aber dann locker und schüttelt sich und es passiert wieder das, dass der Köder aus dem Maul fällt. Wir möchten niemals, dass der Hecht aus dem Wasser rausgeschossen kommt, sich in der Luft schüttelt und dabei den Köder freischlägt. Wir halten unsere Rutenspitze zur Wasseroberfläche, ja, so tief wie es geht. Also am besten dann wirklich Rutenspitze zur Wasseroberfläche, den Fisch seitlich ziehen, wenn es geht. Und dann kommt ihr auch sicher zur Landung. Guckt euch an, was da los ist, Leute. Hier im Hintergrund, da hüpfen die Fische aus dem Wasser. Liebe Angelfreunde, das waren sie also, die 5 allerwichtigsten Skills, die jeder Einsteiger beherrschen muss, wenn er sagt, ich möchte dieses Jahr erfolgreich auf Hechte angeln gehen. Auf Platz Nummer 1, auswerfen und dann sofort den Bügel schließen, damit man keinen großen Schnurbogen hat und Perücken vermeidet. Auf Platz Nummer 2, angeln bis zum Ufer. Wir möchten, dass sich unser Köder möglichst lange in einer entsprechenden Wassertiefe im Wasser befindet, um Verfolgern die Möglichkeit zu geben, auch kurz vor den Füßen noch zuzuschnappen. Auf Platz Nummer 3, die richtige Haltung der Rute. Wir halten unsere Rute so, dass wir ausreichend Platz haben für den Anhieb und dass wir den Biss erkennen können. Platz Nummer 4, Anhieb setzen. Den Anhieb setzen wir, indem wir unsere Rute ruckartig und kraftvoll nach oben reißen. Nur mit einem guten Anhieb ist sichergestellt, dass wir den Fisch sicher haken und dann auch sicher landen können. Tipp Nummer 5, Verhalten im Drill. Das Allerwichtigste ist, dass wir beim Hecht immer die Spannung halten. Verlieren wir die Spannung, schüttelt sich der Hecht einmal und spuckt unseren Köder wieder aus. Auf großer Distanz drillen wir den Hecht mit erhobener Rutenspitze. Auf kurzer Distanz im Uferbereich drillen wir den Hecht mit Rutenspitze zur Wasseroberfläche, denn wir möchten unbedingt verhindern, dass er aus dem Wasser springt und unseren Köder wieder abschüttelt. So bringen wir den Hecht jetzt sicher über den Kescher und die Mission ist erfüllt. Felix, wow! Und der Köder, glaube ich, ist sogar schon raus. Der Köder ist draußen, Leute. 15 cm Whisky für klares Wasser und Wolken. Leute, guckt ihn euch an. Wunderschöner Hecht. Besser geht's nicht, oder? Und wenn ihr sagt, das Video hat euch geholfen, eure eigenen Skills zu verbessern, dann möchten wir euch herzlich einladen, am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen. Denn selbstverständlich gibt es auch in der heutigen Sendung wieder etwas zu gewinnen. Und wie könnte es bei diesem Thema anders sein, liebe Angelfreunde? Eine Ultra Boost Zanderhecht. Die perfekte Route zum Zander und zum Hechtangeln. Und alles, was ihr jetzt dafür tun müsst, um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, ist uns bitte jetzt unten in die Kommentare zu schreiben, wie euch die heutige Sendung gefallen hat. Und wie die Angelschule in Bayern heißt, oh, jetzt habe ich schon gesagt, die wir heute besucht haben. Liebe Angelfreunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Felix, Herbert und Jens von Lieblingsköder.